Ich möchte mit Illustrator ein Muster erstellen, das diesem Riffelblech entspricht. Das Muster soll endlos sein und ohne sichtbare Übergänge. Als Zwischenergebnis werde ich das zuerst mit bunten Farben erzeugen und in einem weiteren Schritt dazu übergehen, das mit metallischen Farben und Verläufen zu gestalten. Ausgangsrechteck ist in etwa dieser Bereich. Es sind mehrere Objekte, die sich dann in einem 90-Grad-Winkel wiederholen. Nun Schritt für Schritt zur Vorbereitung.